So, wir haben einmal Creme Brûlée, ein Zweierlei, einmal Schokolade, einmal klassisch mit Vanille. Dann haben wir eine bayerische Creme mit Fruchtmark, Schokoladenmus, ein Schokotörtchen mit Erdbeermus, Kanasch überzogen und Pistazien außen. Dann den Käsekuchen und das war es auch schon wieder. Das ist nur noch mal eine andere Form. Und ansonsten, da sehe ich gerade die Eissorten. Da sind sie sogar aufgeschrieben. Wir haben Cheesecake-Eis, Vanille-Eis, weißer Kaffee, Sauerrahm. Und dann kommen wir zu den Sorbets, Mango, Hugo, Erdbeer, Ananas, Kokos und weißer Pfirsich. Ja, da haben sie aber gearbeitet, die Jungs. Und Kaiserschmarrn. Und Kaiserschmarrn gibt es, Crêpe Suzette, frisch am Tisch gemacht. Und ansonsten noch das Millefeuille mit Schokoladenmus, Buttercreme, Himbeeren dazwischen und Sauerrahm-Eis dazu. Also ich habe jetzt ein Karamell angesetzt von braunem Zucker. Ich nehme lieber braunen Zucker als weißen Zucker, ist aber jetzt Geschmackssache. Ich finde den dunkleren Geschmack von braunem Zucker einfach lecker. Gerade mit der Orangenkombination ist das eigentlich immer geil. Und dann wird das Ganze mit Butter ein bisschen aufgeschäumt. Und wenn dann schöner Karamell ist, die Butter geschmolzen ist und richtig schäumt, dann kommt frisch gepresster Orangensaft dazu. Ganz klassisch würde ich jetzt am Tisch die Orange anfangen zu filetieren, den Orangensaft rauspressen, dann die Filets reinmachen. Zu hohe Verletzungsgefahr führt dazu, dass man die einfache Variante wählt. Und genau, jetzt lässt man das Ganze vor sich hin köcheln. Das bindet dann ein bisschen ab. Ich habe hier eine Zitrone auf der Gabel, um das Ganze umzurühren. Es gibt noch eine leichte Säure immer dazu und man kann schön drin rühren, gerade weil man will ja nicht an der Pfanne unten kratzen. So. Deswegen die Zitrone dran. Ich werde das jetzt, ich habe hier noch Cointreau und hochprozentigen Rum. Ich werde das nachher noch mit ein bisschen Cointreau abschmecken und den Rum nehmen, um das Ganze zu flambieren. Davor tue ich noch die Orangenfilets rein, dass die auch einmal ein bisschen was von der Soße abbekommen, ein bisschen gegart werden. Und dann zum Schluss lege ich die Crêpes nach und nach rein, dass sie sich mit der Soße vollsaugen und dann sind sie dran. Guck.
der abenteuerliche Teil am Tisch besonders. Ja. So. Soll ja nicht zu kurz kommen, die Show. Ist ja auch ein bisschen zaubern. Ja, klar. Und wer macht es sauber? Nicht der Chef. Dafür gibt es dazu nichts. Der erste wäre ja. Richtig. Schwanger sauber machen. Zweite wäre ja. Naja, das wäre zu leicht gewesen. Ja, finde auch.